Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Feli von Happy Hippocampus. Hast du einen Medizinstudienplatz bekommen und bald startet dein erstes Semester und du weißt aber nicht so recht, was da auf dich zukommt und was du beachten sollst? Dann bist du hier heute genau richtig, denn ich gebe dir jetzt 8 Tipps für dein erstes Semester. Los geht's! Mein Tipp Nummer 1 fürs erste Semester und fürs ganze Medizinstudium insgesamt ist, geh das Ganze locker an und versuch deinen Perfektionismus abzulegen. Gerade wenn du bisher in der Schule es gewohnt warst, dass du immer die 15 Punkte hattest oder immer die 1 mit Stern und dass du immer alles perfekt drauf hattest, dann möchte ich dich ermutigen, das Ganze jetzt mal ein bisschen lockerer zu sehen, denn die Stoffmenge, die jetzt im Medizinstudium auf dich zukommt, die ist wirklich riesig und du musst es nicht alles können. Und meiner Ansicht nach ist es auch gar nicht möglich, wirklich alles drauf zu haben. Und ja, als ich mir das gesagt habe, war das für mich so erleichternd, weil ja, du musst nicht alles drauf haben, auch wenn es vielleicht den Anschein manchmal hat. Wenn die Professoren meinen, ja, du musst jetzt den ganzen Menschen auswendig können in Anatomie, aber nein, du musst es nicht und sei da selber liebevoll mit dir, stress dich nicht zu sehr rein, setz dich nicht unter Druck. Es reicht vollkommen im Prinzip, wenn du irgendwie durch die Prüfungen kommst und ja, du musst es nicht mit einer 1 mit Stern machen. Und ja, eine gute Nachricht ist aber, selbst für eine gute oder sehr gute Note musst du nicht alles drauf haben. Du musst nicht alles hundertprozentig perfekt können. Und meiner Ansicht nach kannst du dich gerade im Medizinstudium echt kaputt machen, wenn du glaubst, du musst alles perfekt drauf haben. Deshalb meine Einladung, geh das Ganze locker an. Du musst nicht alles perfekt können. Tipp Nummer 2, hol dir Tipps vom höheren Semester. Also zum Beispiel von Studenten deiner Unistadt, die im zweiten Semester sind oder noch höher. Ich habe das damals so gemacht, ich hatte eine Freundin, die war ein paar Semester höher als ich und am Anfang von jedem Semester bin ich zu ihr gekommen und habe sie gefragt, okay, welche Bücher empfiehlst du für das Fach? Okay, wie ist die Vorlesung in dem Fach? Muss ich da hingehen oder kann ich mir das sparen? Und wie hast du das und das gelernt? Und ja, das hilft einfach total. Und es ist ja auch so individuell das Studium in jeder Unistadt. Deshalb ist mein Tipp, geh zu Studenten aus dem höheren Semester und frag die. Die helfen dir bestimmt gerne weiter. Die wissen genau, wie es dir geht. Die haben das auch alles durchlebt. Und vielleicht kennst du jetzt selber keine Studenten aus dem höheren Semester. Dann kann es sein, dass du bei den Ersti-Tagen welche kennenlernst. Die Studenten, die die Ersti-Tage veranstalten, das sind ja in der Regel Studenten aus dem zweiten oder dritten Semester, die kannst du fragen. Oder vielleicht hast du ja Kommilitonen, vielleicht kennst du Kommilitonen, die wiederum jemand aus dem höheren Semester kennen und vielleicht können dir dann deine Kommilitonen so indirekt die Tipps weitergeben. Tipp Nummer 3, wenn es dann mal auf die Prüfungen zugeht, besorg dir Altklausuren. Das ist mega hilfreich. Zum Teil gibt es diese Altklausuren sogar zu kaufen, also bei uns zum Beispiel, da konnte man die in der Buchhandlung, in der medizinischen Buchhandlung kaufen, die Altklausuren. Zum Teil werden die auch von der Fachschaft zur Verfügung gestellt und auch hier kannst du zum Beispiel Studenten aus dem älteren Semester fragen. Denn ja, es ist natürlich total hilfreich, wenn du die Klausuren aus den Vorjahren hast und siehst, was regelmäßig gefragt wurde. Und es kann dir helfen, viel entspannter deine ganzen Prüfungen zu bestehen. Tipp Nummer 4, den würde ich auf jeden Fall mir hinter die Ohren schreiben, wenn ich nochmal anfangen würde. Und zwar, lerne mit Gedächtnistechniken. Gedächtnistechniken wie zum Beispiel die Gedächtnispalastmethode, auch Loki-Methode genannt, die hilft dir so viel effektiver zu lernen, also so viel mehr Stoff in kürzerer Zeit und den dann auch noch langfristiger zu behalten. Und ja, ich habe damals in der Klinik zwar immerhin schon viel mit Merkgeschichten und Merksprüchen gearbeitet, bin dann aber erst so richtig in der Klinik, also ab dem 5. Semester, auf die Gedächtnispaläste gestoßen. Und ich kann dir empfehlen, leg einfach gleich von Anfang an damit los.
Es wird dir viel Zeit und Nerven ersparen. Und wir haben ganz viele kostenlose YouTube-Videos hier. Du kannst gucken in unserem Kanal, wo ich dir erkläre, wie du dir Gedächtnispaläste baust für dein Medizinstudium und wie du die Methode für dich anwendest. Und ja, wenn du ein bisschen zu faul bist, dir jetzt selber Gedächtnispaläste zu bauen oder dir da die Hürde zu groß ist, dann kannst du auch gerne auf www.happyhippocampus.com vorbeischauen. Und wir haben nämlich für dich Gedächtnispaläste und Eselsbrücken gebaut. Wir haben das Ganze optimiert und als Merkvideos verpackt. Und ja, vielleicht ist das ja was für dich. Tipp Nummer 5. Vergleiche dich nicht mit anderen. Egal worum es geht, vergleichen wird dir immer Stress bereiten. Also schau nicht, der ist irgendwie besser, der kann den Lernstoff schon besser, wie machen die das? Die gehen immer in die Vorlesung, muss ich da jetzt auch reingehen? Oder, der nimmt das Buch zum Lernen, jetzt muss ich auch das Buch nehmen? Nein. Schau, was für dich passt. Bleib bei dir, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Das ist total stressig und im Endeffekt hat ja jeder seine eigene Art und Weise und die anderen wissen im Prinzip genauso wenig, was abgeht wie du. Deshalb ist mein Tipp Nummer 6, finde deinen eigenen Weg. Und deshalb lade ich dich ein, schau für dich, was passt für dich jetzt zum Beispiel bei den Vorlesungen. Möchtest du in die Bio-Vorlesung gehen? Möchtest du in die Physik-Vorlesung gehen? Bringen die dir was? Lernst du da wirklich was? Kommst du mit dem Prof gut klar oder eher nicht? Und dann entscheidest du, ob du da hingehst oder nicht. Oder möchtest du früh um 8 in die Vorlesungen gehen oder möchtest du lieber ausschlafen? Und dann entscheidest du. Ich zum Beispiel, ich habe es meistens so gemacht, die Vorlesungen, die früh um 8 waren, die habe ich schon mal ausgeblendet. Da bin ich nicht hingegangen, weil ich einfach länger schlafen wollte. Und vielleicht bist du ein früher Aufsteher, dann können die Vorlesungen um 8 perfekt für dich sein. Oder wenn alle anderen gefühlt in deinem Semester saufen und Party machen die ganze Nacht und den ganzen Tag und du da keine Lust drauf hast, dann lass es sein. Wenn du Lust drauf hast, dann mach mit. Du verstehst, was ich sagen will. Schau auf dich und was für dich passt. Tipp Nummer 7. Lerne neue Menschen kennen und finde neue Freunde. Und ja, ein neuer Lebensabschnitt beginnt jetzt für dich. Vielleicht ziehst du das erste Mal aus von zu Hause, lebst allein irgendwo. Und mein Tipp ist, geh auf neue Leute zu, die du noch nicht kennst. Auch vielleicht abseits vom Medizinstudium. Das kann auch total manchmal gut tun, mit jemandem zusammen was zu machen, der vielleicht Lehramt studiert oder Geografie. Und einfach mal da rauszukommen, so aus seiner Blase, aus dieser Medizinerglocke. Und auch in deinem eigenen Semester möchte ich dir empfehlen, dass du nicht nur für dein ganzes Studium mit den Menschen abhängst, die du vielleicht zufällig bei den Ersti-Tagen kennengelernt hast, sondern dass du da offen bleibst. Und ja, auch im zweiten Semester kannst du immer noch auf neue Leute zugehen und neue Leute kennenlernen. Und ja, bleib da nicht in deiner Komfortzone, denn es gibt so viele spannende Menschen um dich rum und ja, erweitere deinen Horizont. Und dann kommen wir gleich zum letzten und 8. Tipp und zwar genieße dein Leben. Genieße die Studienzeit, es ist eine wunderschöne Zeit. Klar, es wird auch mit vielen Anstrengungen verbunden sein, aber es ist auch eine wunderschöne Zeit, in der du viel erleben wirst. Da bin ich mir sicher, du wirst viel lernen natürlich, du wirst Leute kennenlernen, du wirst Sachen erleben und genieße es einfach und ja, lass dich nicht durch diese Unmengen an Lernstoff runterdrücken und kaputt machen, sondern schau auch, dass da genug Raum für dich bleibt, schau, dass du Sachen für dich machst, die dir gut tun, such dir einen Ausgleich neben dem Studium, mach Sport, triff Freunde, geh spazieren, mach Entspannungstechniken. Was es auch ist, was dir gut tut. Ich fasse die 8 Tipps nochmal ganz kurz zusammen. Tipp Nummer 1, sehe das Ganze locker und leg deinen Perfektionismus ab. Tipp Nummer 2, frage Studenten aus dem älteren Semester und hol dir von ihnen Tipps speziell für dein Semester und für dein Studium in deiner
Unistadt. Tipp Nummer 3, wenn es auf die Prüfungen zugeht, hol dir Altklausuren. Entweder von der Fachschaft, aus dem Buchhandel oder auch von Studenten im älteren Semester. Tipp Nummer 4, lerne von Anfang an mit Gedächtnistechniken und vor allem mit Gedächtnispalästen. Dadurch lernst du maximal effektiv und ja, musst viel weniger wiederholen. Tipp Nummer 5, vergleiche dich nicht mit anderen. Das macht nur Stress und die anderen wissen auch nicht besser Bescheid als du. Tipp Nummer 6, finde deinen eigenen Weg. Finde heraus, was für dich richtig ist, in welche Vorlesung du gehen willst, wie du lernen willst, mit welchen Büchern du lernen willst oder ob du überhaupt mit Büchern lernen willst, was auch immer. Finde heraus, was für dich richtig ist und handle danach. Tipp Nummer 7, lerne neue Menschen kennen, finde neue Freunde und bleib da nicht nur in deinem kleinen Medizinerumfeld, sondern ja, schau auch darüber hinaus in deiner Unistadt, dass du andere Menschen kennenlernst und ja, behalte dir diese Offenheit bei. Und last but not least, Tipp Nummer 8, genieße die Zeit, genieße dein Leben, genieße dein Medizinstudium. Es kommt eine ganz tolle Zeit auf dich zu. So, ich wünsche dir jetzt einen gigantischen Start in dein erstes Semester. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, ein tolles Studium und ich würde mich riesig freuen, wenn wir dich auf deinem Weg durch dein Medizinstudium begleiten dürfen. Und wenn du Lust darauf hast, dann klick unten auf Abonnieren, abonniere unseren YouTube-Kanal, klick auf das Glöckchen, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn wir neue Videos hochladen und folge uns auf Instagram, schreib uns unter den heutigen Post, was du über dieses Video denkst, ob es dir Mut gemacht hat, ob es dir geholfen hat für deinen Start ins Medizinstudium. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Ciao!